Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, verehrte liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. In jeder heiligen Messe beten wir, ist das die Einleitung zum Gebet um den Frieden nach der Wandlung, nach dem Hochgebet. Wo kommt die Friedlosigkeit dieser Welt her? Überall, allenthalben. In der großen Welt, in der näheren Welt unserer Umgebung, ja und auch in unseren Herzen ist doch manchmal einiges an Friedlosigkeit. Da müssen wir schon zurückgehen zur Schöpfung, zum Sündenfall. Der Teufel versucht Adam und Eva und er sät Misstrauen. Ihr werdet nicht sterben, vielmehr werdet ihr sein wie Gott. Der Teufel sät Misstrauen und der Mensch fällt darauf hinein. Und dadurch kommt die Sünde in der Welt. Diese Spaltung zwischen Mensch und Gott, des Menschen in sich selbst und der Menschen untereinander. Der Herr ist gekommen, um Frieden zu bringen. Die Frucht des Osterfestes ist der Friede. Nicht wie die Welt ihn gibt, sein Friede. Und dieser Friede rührt eben daher, dass er diese Spaltung, diesen Riss in uns und in der Welt und zwischen Gott und uns hinwegnimmt und heilt und Versöhnung stiftet. Mit Gott sich versöhnen lassen, der erste Schritt für den Frieden in dieser Welt. Lasst euch mit Gott versöhnen, mahnt, ja fleht der Apostel Paulus. Lassen wir uns immer wieder von Gott versöhnen und vertrauen wir ihm, dass seine Barmherzigkeit immer größer ist als unsere Schwäche. Was uns daran hindert, das ist die Folge der Erbsünde, nämlich dieses grundsätzliche Misstrauen. Aber wenn wir diesen Weg der Versöhnung mit Gott gehen, ist eine Frucht, dass wir in unserem Herzen Frieden finden. Nicht diese innere Zerrissenheit, die sie selbst nicht annehmen können oder selbst größer sein wollen, als man ist oder, sondern versöhnt auch mit sich selbst sein, weil Gott uns mit sich versöhnt hat. Friede wächst in unseren Herzen. Und das Herz wird geheilt durch das Herz des Erlösers. Und dann kann der Friede auch in dieser Welt sich ausbreiten. Denn wenn wir wissen, dass wir von der Versöhnung mit Gott leben und dass er uns einen Herzensfrieden schenkt, wie die Welt ihn nicht geben und auch nicht nehmen kann, dann können wir doch auch ein wenig barmherziger mit unseren Mitmenschen sein und an die Stelle von Misstrauen mehr Vertrauen setzen. Gehen wir diesen Weg des Erlösers, der uns mit Gott versöhnen will, der uns Frieden des Herzens schenken will und so zu Boten seiden, als seine Boten des Friedens in die Welt sendet. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.